Willkommen zu einem neuen Beitrag. Liebe Mythengemeinde, es gibt seit Jahrzehnten Berichte von Menschen, die davon ausgehen, dass sie in einer Situation waren, in der sie verschwunden wären, wenn sie sich nicht hätten im letzten Moment da herausretten können oder wenn nicht ein Ereignis eingetreten wäre, das sie aus dieser Situation befreit hat. Was sie sagen, was sie dort erlebt haben und wie die Situation abgelaufen ist, das schauen wir uns heute einmal an im ersten Teil dieser kleinen Serie. Ihr wisst ja, wie das bei mir ist, wenn ich Berichte über etwas mache, das in der Wildnis passiert ist, dann gehen wir auch dahin. Und ihr kennt das Spiel, Wanderschuhe an, Rucksack vollgepackt und die Sänftenträger zu mir und auf geht's. Wir arbeiten uns so von hinten nach vorne vor und deshalb beginnen wir mit einem Bericht, der schon einige Jahre zurückliegt, einige Jahrzehnte, aus dem Jahr 1925. Und wir befinden uns in Neufundland. Im Oktober dieses Jahres, da ging ein Mann namens Roland O'Connor mit seinem Bruder auf der Avalon Peninsula, das ist eine Halbinsel, die seht ihr hier gerade mal im Bild, auf die Jagd. Am Abend, als die Sonne unterging, da schlugen sie ihr Lager auf und Roland beschloss noch einmal hinauszugehen, da sie an diesem Tag kein Glück mit der Jagd gehabt hatten. Er hoffte, vielleicht doch noch irgendein Wild erlegen zu können. Roland stieg auf sein Pferd, das langsam losging, und sein Hund folgte ihnen. Aber nur wenige Minuten, nachdem er das Lager verlassen hatte, da begann sich sein Pferd merkwürdig zu verhalten. Es stockte gelegentlich und wollte irgendwie nicht weitergehen. Und auch sein Hund fing an zu winseln und er drehte sich im Kreis herum. All das bemerkte Roland, aber er trieb sein Pferd trotzdem voran. Nur wenig später, so beschrieb er, setzte plötzlich ein unverständliches Stimmengewirr ein. Und plötzlich wusste er nicht mehr so richtig, wo er war. Dazu muss man wissen, dass Roland und sein Bruder öfter dort in der Gegend auf der Jagd waren und sie kannten sich dort sehr gut aus. Aber jetzt hatte sich plötzlich alles irgendwie verändert. Es gab dieses merkwürdige Stimmengewirr, so als ob 100 Stimmen durcheinander flüstern. Roland war umgeben von hohen Bäumen, von hohen Felswänden und große Felsbrocken lagen herum. Und der Weg, auf dem er mit seinem Pferd geritten war, der war nicht mehr da. Er begann damit, mehr oder minder ziellos umherzuirren, weil er überhaupt nicht wusste, wo er sich befand und wo er hin sollte. Hinzu kam, dass es mittlerweile dunkel wurde. Er gab ein paar Schüsse aus seinem Gewehr ab in der Hoffnung, dass sein Bruder darauf aufmerksam werden würde und ihn suchte. Aber das geschah nicht und so beschloss er, einfach dort an Ort und Stelle zu bleiben, wo er war. Er wollte den Morgen abwarten, wo es dann wieder hell wurde, damit er sich vielleicht besser orientieren konnte. Er stieg von seinem Pferd und setzte sich auf einen dieser großen Felsbrocken, die dort herumlagen. Und dann, so schilderte er, passierte etwas Merkwürdiges. Ihn überkam eine bleiernde Müdigkeit, wie er sie von sich selbst überhaupt nicht kannte. So hätte er sich dann auf den Boden gesetzt und mit dem Rücken an diesen Felsbrocken gelehnt und sei sofort eingeschlafen. Am nächsten Morgen, da sei er vom Licht der Sonne geweckt worden. Und als er die Augen öffnete, da war das Gelände wieder so, wie er es kannte. Und er selbst lag auf dem Boden neben diesem Pfad, den er mit seinem Pferd beritten hatte, der nun auch wieder da war. Aber der Felsen, an den er sich gelehnt hatte, der war verschwunden. Er setzte sich auf sein Pferd und ritt dann diese nur eine Meile zurück zu dem Lager, wo sein Bruder sich befand. Und da alles wieder so war, wie er es kannte, da fand er dieses Lager auch problemlos. Sein Bruder, der begrüßte ihn erleichtert, denn, so wie er erzählte, habe er die ganze Nacht nach ihm gesucht. Hätte ihn gerufen, hätte Schüsse in die Luft abgegeben, aber er selbst hätte die Schüsse von Roland nicht gehört. Und Roland, der hatte die Gewehrschüsse seines Bruders nicht gehört. Die beiden befanden sich in einem Tal und waren nur circa eine Meile auseinander. Sie hätten die Gewehrschüsse des jeweils anderen definitiv hören müssen. Aber das war eben nicht der Fall. Und was besonders merkwürdig war, das war die Tatsache, dass Rolands Bruder sagte, er sei diesen Pfad, den Roland mit dem Pferd entlang geritten war, abgegangen. Und mit Sicherheit weiter, als Roland entfernt war, als er morgens aufwachte. Er hätte ihn eigentlich sehen müssen, was aber nicht der Fall war. Wie war das möglich? Wie konnte sein Bruder diesen Weg abgehen, auf dem Roland sich befand? Und ihn dann
trotzdem nicht sehen. Wir bleiben mal auf dieser Avalon-Halbinsel, denn aus dem Jahre 1988 gibt es da noch einen Bericht. Der stammt von einem Mann namens Jim Lynch und der hat, so wie er beschreibt, wohl so etwas wie eine Zeitverschiebung dort erlebt. Der Mann, der hatte dort eine Hütte, wo er die Wochenenden verbrachte und an dem Wochenende, wo diese Sache geschah, da hatte er einige Freunde dort zu Besuch. Er beschrieb, dass er die Hütte verließ, um etwas Brennholz zu sammeln. Und dazu nahm er einen Weg, der von der Hütte fortführte, den er schon unzählige Male entlang gegangen war. Etwa 500 Meter von der Hütte entfernt, da gab es plötzlich auf diesem Weg eine Abzweigung in einen anderen Weg. Und Jim Lynch, der wusste ja, dass es dort nie eine Abzweigung gegeben hat. Er schaute sich diese Abzweigung überrascht an und er wunderte sich, wie dieser Weg plötzlich dahin kam, dachte aber, dass unter Umständen irgendwelche Forstarbeiten im Gange waren, von denen er nichts wusste. Eventuell wurde mit Maschinen und so weiter dieser Weg während seiner Abwesenheit angelegt und er beschloss, später einmal nachzusehen, wohin dieser Weg führte. Er ging nur ein kurzes Stück weiter und da gab es dann erneut eine Abzweigung von diesem Weg, die auch vorher nicht dort war. Nun wollte er aber dann doch einmal schauen, wohin dieser Weg führt. Also bog er in diesen Weg ab und ging dort für einen kurzen Moment entlang. Dieser Weg, der endete dann plötzlich am Rand eines Felsens. Und nun wurde ihm etwas unheimlich, weil er diesen Felsen noch nie gesehen hatte, auf dem er da gerade stand. Vorsichtig blickte er hinunter und sah, dass sich unterhalb dieser Felswand, die vielleicht 100 Meter hoch war, ein Weg befand. All das war ihm vollkommen unbekannt und auch den Weg, den es da unten gab, den kannte er nicht. Das Ganze verwirrte ihn dann doch sehr und er drehte sich herum, um zurück zu diesem Weg zu gehen, von dem er gekommen war. Aber dann geschah etwas ganz Seltsames. Je näher er sich diesem Weg näherte, zu dem er wollte, desto dunkler wurde es. Es wurde eindeutig Nacht, was aber nicht sein konnte, denn er war am Vormittag losgegangen und vielleicht jetzt 30 Minuten unterwegs. Als er diesen Weg erreichte, war es dann richtig Nacht und er ging völlig verwirrt zurück zu seiner Hütte. Und dort traf er dann auf einen seiner Freunde, die dort zu Gast waren, der ihn erleichtert begrüßte. Und er erfuhr dann von diesem Freund, dass seine anderen Freunde ihn seit Stunden suchen würden. Jim Lynch, der konnte diese ganze Situation überhaupt nicht fassen, denn für ihn selbst waren vielleicht, wie gesagt, 30 Minuten vergangen. Als seine Freunde alle wieder beieinander waren, da erzählte er ihnen dann, was geschehen sei. Sie beschlossen dann gemeinsam, zu diesen Abzweigungen zu gehen. Aber die waren eben nicht mehr dort. Jim Lynch, der schrieb zum Abschluss seines Berichtes, "Was ich erlebt habe, ist so unglaublich und unfassbar, dass wohl kaum jemand dieser Sache Glauben schenken wird. Ich kann hier lediglich mein Wort geben, dass das, was ich hier berichtet habe, sich genauso zugetragen hat. Und mich beschäftigen einige Fragen seit dieser Zeit. Wo war ich, als ich diesen Abzweig entlang gegangen bin und was wäre passiert, wenn er verschwunden wäre, bevor ich zurück auf meinem eigentlichen Weg gewesen wäre?" Ja, eine gute Frage. Was wäre dann wohl gewesen? Im nächsten Bericht, da geht es darum, dass eine Frau erzählt, was ihr in ihrer Kindheit passierte und diese verbrachte sie in Peru. Sie berichtete, dass sie 7 Jahre alt war, als sie mit ein paar Freunden vor dem Haus ihrer Großmutter spielte. Vielleicht 100 Meter von dem Haus entfernt, da begann dann ein Wald. Ja, und der Wald in Peru, der sieht natürlich so ein bisschen anders aus als bei uns, der ist mehr so dschungelartig. Am Rand dieses Waldes, da entdeckte das Mädchen dann ein kleines weißes Küken. Es lief dann dorthin, um mit dem Küken zu spielen. Dieses Küken, das ließ sich aber zunächst nicht einfangen und so begann das Mädchen damit, diesem Küken hinterherzulaufen, immer im Kreis. Irgendwann schaffte das Mädchen aber, das Küken einzufangen. Es nahm es in die Hand und kuschelte ein bisschen mit diesem flauschigen Küken herum. Dann wollte das Mädchen das Küken ihren Freunden zeigen, aber die waren alle schon fort. Das Mädchen ging mit diesem Küken zurück zum Haus der Oma. Dort gab es so einen kleinen Stall, da waren Hühner drin. Sie setzte das Küken dort hinein. Dann hockte sie sich vor diesen kleinen Stall und begann damit, mit dem Küken zu spielen. Das machte sie so eine gewisse Zeit und dann riss ihr plötzlich jemand von hinten an den Haaren. Das nächste, was sie spürte, waren ein paar kräftige Ohrfeigen. Dann wurde sie kräftig durchgeschüttelt und das Mädchen riss erschrocken die Augen auf.
Sie sah das wütende Gesicht ihrer Großmutter, die sie anschrie, »Jetzt hast du's fast geschafft, dass Pompeo dich erwischt hat.« Diese Frau, die schrieb dann weiter, »Ich brauchte einige Sekunden, um klar zu werden«, und stellte fest, dass ich überhaupt nicht vor dem Haus meiner Großmutter war, sondern im Dschungel. Und es war nicht Tag, es war bereits dunkel, es war Nacht. Hinter ihrer Oma, da standen ein paar Männer und Frauen mit Taschenlampen. Wieder zu Hause, da erzählte ihr ihre Großmutter, dass sie sie gesucht hätten, mehrere Stunden lang. Sie hätten das ganze Dorf abgesucht und den Wald. Dann haben sie sie entdeckt. Sie stand dort mitten auf einem Weg wie in Trance. Und die Großmutter sagte ihr, dass das Pombero gewesen sei, der sie holen wollte. Sie schrieb, uns Kindern wurden immer Geschichten über Pombero erzählt, uns wurde Angst vor ihm gemacht, aber wirklich geglaubt, dass es ihn gibt, hätte niemand so recht. Nur die Alten hätten darauf bestanden, dass er existiert. Ich weiß nicht, was mit mir geschehen war an diesem Tag, und ich weiß nicht, was gewesen wäre, wenn man mich nicht gefunden hätte. Pombero, nicht zu verwechseln mit Pombeeren, diesem Knabberzeug. Das ist eine Sagengestalt und die existiert in verschiedenen Versionen sozusagen, fast in ganz Südamerika. Diese Figur, die ist klein und ziemlich hässlich, damit bin ich aus dem Schneider, weil ich bin ja groß und ja egal. Und in Peru ist es so, dass man sagt, dieser Pombero, der fängt Mädchen ein und zwingt sie, ihn zu küssen. Dann hält er sie gefangen und wenn sie dann im Alter junger Frauen sind, dann zwingt er sie zum Sex. Ja, eine Figur aus der Mythologie. Und Figuren in der Mythologie, die stehen ja teils für Dinge, die sich die Menschen nicht so recht erklären konnten. Und da ist die Frage, ob diese Figur auch für derartige Erlebnisse steht, die diese junge Frau geschildert hat, was sie als Kind da erlebt hat. Wobei dann die Frage bliebe, was war das überhaupt, was sie erlebt hat? Wie ihr wisst, befinden wir uns immer noch in den Los Kurzfilmwochos bei MacMythenMetzger. Deshalb komme ich jetzt hier auch mal zum Ende. Das war jetzt mal der erste Teil dieser Berichte. Der zweite, der kommt dann in der nächsten Woche. Ja, und wenn euch etwas einfällt zu diesen Berichten, dann schreibt das doch mal in die Kommentare. Und wenn euch das Video als Information gefallen hat, dann lasst mir mal einen Daumen nach oben da. Ihr wisst, dann freue ich mich und ansonsten hoffe ich, wir hören und sehen uns bei meinem nächsten Video wieder. Und bis dahin, alles Gute für euch.